Also heute geht es heute zu. Fertig Alpsommer für unsere Kühe. Morgen um 6:30 auf der Flualp. Unser Käsetransporter. Das Kühlfahrzeug, das wir auch beim Mieten für den Käse transportieren. Boah, es ist kalt und Herbst. Uiuiui. Wir warten jetzt hier auf einen Transporteur, der irgendwann nächstens wird kommen. Wir werden nachher die Kühe aufladen und dann noch unseren Käse. Das Fahrzeug verladen und es nachher wieder Richtung Mittelland machen. So, jetzt taucht das Transportfahrzeug auf. Das war die Halbnacht unterwegs von Kanton Luzern. Zu uns auf die Alp gefahren. Wir haben die Kühe bereits aufgeladen. Weil es am Abend dermassen fest geregnet hat, ist der Boden extrem rutschig. Ein sehr routinierter Fahrer, aber er hat recht gut, um sein Fahrzeug hier zu wenden. Der Platz war schon sehr eng gewesen. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. So, also wir machen uns auf den Rückweg. Geniessen hier noch eine Herbststimmung. Die Fahrt zurück ins Haupttal runter, mit Nebelmeer. Und sind dann nach etwa 2,5 Stunden nachher schon wieder daheim gewesen. So, da sind sie wieder zurück. Voilà. Hier wieder daheim im saftigen Gras. Natürlich die Futterqualität viel besser als quasi im Spätherbst auf der Alp, oben, wo das Futter nicht mehr gute Qualität hat. So, da haben wir den Raclette-Käse gebracht. Wunderschön. Da habe ich gleich darauf noch gerade eine Degustation gemacht. Er ist herrlich. Wunderbarer Käse. So, abrupter Szenenwechsel. Wir haben in der vorderen Woche unser Folienhaus aufgestellt, das wir dann werden brauchen zum Gemüse anbauen und andere Kulturen, die hier in unserem Klima im Freiland nicht so gut gedeihen. Also das sind zum Beispiel die Tomaten im Sommer, Gurken und so weiter. Das Gestell ist eine reine Stallkonstruktion. Also es braucht kein Kilogramm Beton, für ein Folienhaus aufzustellen, sondern es ist eine reine Rohrkonstruktion, die stabilisiert wird, dadurch, dass man die Plastikfolie nachher im Boden vergrabt. Und das gibt eigentlich die Stabilität. Also das ist das Einzige, was man müssen graben musste. Es ist ein Graben, wo die Folie nachher drinnen fixiert wird. So, hier wird die Folie ausgerollt über die fertige Konstruktion. Es ist nicht ganz einfach, weil niemand oben drauf kann. Hat man das alles von unten, hat man die Folienrollen so fortbewegt, vorbewegt und nachher am Schluss die Folie eigentlich können über die Konstruktion abziehen. Ja, dann kaum sind wir fertig gewesen, haben wir bereits den ersten Satz Wintersalat können aussetzen. Es war wunderschön warm, draussen hat es geregnet. Drinnen war es sehr angenehm. Voilà. So, wir haben den Salat gesetzt im Tunnel, weil wir jetzt halt hier im Tunnel innen sind im Schermen, ob schon es draussen geregnet hat, die wir den Salat jetzt anwässern. Ist aber Quellwasser, also eigenes Quellwasser, das wir brauchen, was sonst einfach würde im Boden versickern, insofern absolut nachhaltig. So, das war's gewesen. Wir wünschen allen eine gute Zeit.